Hallo und willkommen zu meinem neuen Video zu den Epochen der prähistorischen Archäologie. Wir befinden uns noch im Paläolithikum. Im letzten Video hatten wir das Mittelpaläolithikum uns angeschaut und heute wieder außerhalb der eigentlichen Reihe werden wir uns die Out of Africa Theory 2 anschauen. Dazu habe ich euch hier mal eine Karte mitgebracht. Die Out of Africa Theory 2 wird auch als Sieges- oder Siedlungszug des modernen Menschen bezeichnet. Der moderne Mensch, der Homo sapiens, also wir, entstand auf dem afrikanischen Kontinent und verbreitete sich von dort aus dann eben nach der Out of Africa Theory 2 über die ganze Welt. Wir sehen hier startet das so circa 20.000 Jahre vor heute und den eigentlichen, wirklichen Beginn kann man sagen hier die 100.000 Jahre vor heute. Wir breiten uns über die arabische Halbinsel in den Nahen Osten hinaus. Und vom Nahen Osten hin erst nach Indien und China, hier oben Richtung Russland und hier auf die japanischen Inseln und natürlich auch hier unten über die Inseln. Ihr müsst wissen, der Meeresstand war deutlich niedriger durch die Eiszeit, deswegen konnte man hier von Inseln zu Inseln leichter mit einem Boot und manche auch zu Fuß erreichen und dann wurde auch Australien besiedelt. Und hier ganz entscheidend, circa 20.000 Jahre vor heute, war die Beringsee hier oben bei der Meeresenge zwischen Sibirien und Alaska zu Fuß zugänglich durch die großen Eismassen im Norden war so viel Wasser gebunden, dass der Meeresspiegel tief genug war, dass man hier auf dem eigentlichen Meeresgrund nach Amerika gehen konnte. Beim Ende der letzten Eiszeit wurde dann hier alles wieder überschwemmt und somit waren die Menschen, die in Nord- und Südamerika dann lebten, vorerst isoliert vom Rest der Menschheit. So, wir blicken jetzt aber nach Europa, da wir uns in der europäischen prähistorischen Archäologie effektiv nur mit Europa beschäftigen. Und da taucht der moderne Mensch dann circa 40.000 bis 45.000 vor heute auf und zu der ähnlichen Zeit 40.000 bis 30.000 Jahre vor heute verschwindet auch der Neandertaler. Denn hier zum modernen Menschen. Die ersten modernen Menschen können wir belegen, und zwar in Afrika circa 300.000 Jahre vor heute. Und zwar in dieser Höhle. Das ist die Jebel Irhaut. Ich habe es wahrscheinlich ganz schrecklich ausgesprochen, deswegen habe ich es hier hingeschrieben in Marokko. Dort hat man diesen Schädel eines Homo sapiens gefunden und der wird auf circa 300.000 Jahre vor heute datiert. Plus minus ein paar tausend Jahre. Hier sieht das Ganze jetzt etwas trostlos und wüstenartig aus. Das liegt daran, dass es in der Wüste liegt. Jedoch vor 300.000 Jahren sah es hier anders aus. Das waren grüne Hügel hier unten. Das war noch nicht alles zugeschüttet. Das war eine große offene Höhle. Wir hatten hier auch einen See in der Nähe. Das heißt, es waren sehr gute Lebensbedingungen, die die modernen Menschen dort im Vergleich zu heute in der Region hatten. Dann zieht der moderne Mensch, wie gesagt, ab circa 40.000 vor heute nach Mitteleuropa
und löst den Neandertaler als dominierende Menschenart ab. Entgegen dessen, was lange Zeit in den Schulen behauptet wurde, ist der Neandertaler nicht ausgestorben, weil wir ihn wirklich so verdrängt haben und ihn getötet haben und was da manche Lehrer nicht alles zu gesagt haben. Nein, der Neandertaler hat sich eben nicht gut angepasst an die dortige Situation. Das Klima hat sich verändert, die Eiszeit ist verschwunden. Dementsprechend hat sich die Landschaft verändert und in den entstehenden Wäldern war der Neandertaler nicht mehr angepasst genug und deshalb ist er auch ausgestorben. In der Wissenschaft wird mittlerweile angenommen, dass das ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren ist. Einerseits das Auftauchen des besser angepassten Menschen, eben der Homo sapiens, dann die Klimaveränderungen, die dem Neandertaler stark zugesetzt haben und auch noch eine andere Klima- bzw. Umweltkatastrophe. Um circa 40.000 vor Christus ist in Italien ein Supervulkan ausgebrochen, und zwar der im Golf von Neapel. Und aufgrund dessen hat sich das Klima nochmal sehr schnell kurzfristig verändert, und das war dann wohl mit ein Faktor, der dafür gesorgt hat, dass die Neandertaler aussterben. Die letzten Neandertaler lebten in Europa um die 30.000 Jahre vor heute, und zwar in Spanien an der Küste. Und mit dem Aussterben des Neandertalers stirbt eine der letzten Menschenarten aus und hinterlässt den Planeten für den Homo sapiens. Damit sind wir dann jetzt am Ende mit dem Überblick über das Mittelpaläolithikum und auch die Out-of-Africa-Theorien. Im nächsten Video werden wir uns das Jungpaläolithikum anschauen und die einzelnen Unterteilungen dort. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und dann werde ich sie euch natürlich beantworten.